Hallo ihr Lieben, so, ich habe ja vor kurzem gefragt, ob ihr auch gerne Cosplay-Progresses von mir sehen wollt. Also ne, ja, ihr wisst schon, wie ich mit dem Nähen vorankomme. Und auf jeden Fall bin ich nämlich jetzt dabei, wieder ein Cosplay zu machen. Und zwar ist das das Scheherazade-Cosplay aus Magi, The Labyrinth of Magic. Scheherazade, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie ist den mit den ganz langen blonden Haaren und dem ganz langen weißen Kleid und dem super hohen Stab. Und auf jeden Fall fange ich da jetzt mit an. Ich habe Stoff gekauft. Und zwar habe ich jetzt hier jede Menge Stoff auch liegen, wie ihr so schon sehen könnt da hinter mir. Und habe jetzt angefangen für meinen Rock halt alles aufzuzeichnen. Ich hatte eigentlich vor, extra breiten Stoff zu kaufen und den als kompletten Tellerrock als ein Teil zu machen, weil ich so von einer Cosplayerin auch gesagt bekommen hatte, dass es eine super Sache wäre. Ich habe aber keinen schönen extra breiten Stoff gefunden. Ach, ich war zu faul, mein Stativ hier hinzuholen. Beziehungsweise ich habe auch gerade keinen Platz mehr hier für mein Stativ. Und auf jeden Fall musste ich jetzt auf normalen Stoff zurückgreifen, da ich überhaupt keinen hübschen sonst gefunden habe. Und ich hatte dann eigentlich vor, einen Tellerrock aus zwei Stücken zu machen. Allerdings war der Stoff, den ich haben wollte, davon war nicht mehr so viel da, dass es dafür gereicht hätte. Vor allen Dingen, weil der ja so lang werden muss, der Rock. Deswegen habe ich jetzt das so gemacht, dass ich es aus einem Teil mache, allerdings nicht als ganzen Kreis, wie man es eigentlich sonst macht. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, macht man sonst eigentlich nicht. Ich habe es nämlich jetzt so gemacht, ich habe einfach einen großen Umfang sozusagen genommen. Das zeige ich euch gleich anhand des Stoffes, was ich da eingemalt habe. Und habe dann halt nur eine Naht, die dann hinten gemacht wird. Ich zeige euch das jetzt mal kurz, dann könnt ihr euch vielleicht besser was darunter vorstellen. So, hier seht ihr erstmal meinen Stoff. Ein bisschen was. Ja, und er passt perfekt von der Breite zwischen die Regale. So, und auf jeden Fall seht ihr hier, vielleicht auch nicht, hier ist mein innerer Kreis. Ja, da habe ich halt meinen Radius bzw. meinen Umfang genommen und das wird ausgeschnitten. Das ist sozusagen dann, ja, oben das Stück, was um meine, ja, Taille kommt, Hüfte kommt, wo auch immer. Ja, nee, beziehungsweise der Rock wird ganz weit unter der Brust angesetzt. Also ich weiß nicht, wie man das da oben jetzt nennt. auf jeden Fall habe ich den jetzt so groß gemacht, dass ich dieses Stück Stoff nachher sozusagen einmal um mich rum bekomme und dann wirklich nur hinten eine Naht setze. Also da und da, also das wird dann halt nachher da und da zusammengenäht. Und hier seht ihr dann meine Linie für meinen Rock. Ja, man sieht es nicht so gut. Das ist blaue Schneiderkreide. Ja, beziehungsweise bei Chibo gab es diese tollen Schneiderkreidestifte in blau und in weiß. Ja, aber auf der Kamera lässt sich es nicht so gut zeigen, weil der Boden auch durchschimmert, aber okay. Auf jeden Fall wird das ein riesen Rock. Der wird dann einmal nur genäht. Und das Kleid an sich ist auch ziemlich easy, weil da dann nur noch Träger rankommen. Und dann ist das auch schon sozusagen fertig. Ja, also das wird nicht so schwer. Und ich schneide jetzt auf jeden Fall dieses hier aus. Also den äußeren Kreis und den inneren Kreis. Der wird ausgeschnitten, weil äußerer Kreis ist halt dann die Länge. Innerer Kreis ist dann halt der Umfang von euch. Ich kann euch einen Link zu dem Umkreisberechner, also zu dem Kreisumfangberechner, gerne in die Infobox tun, falls ihr sowas wissen müsst. Für Tellerröcke allgemein ist das. Da könnt ihr dann auch anklicken, ob ihr einen ganzen Kreis nehmen wollt. Zwei Kreise oder drei Kreise, glaube ich. Oder vier Kreise, ich weiß gar nicht. Und dann könnt ihr auch sagen, ob ihr einen langen, einen mittellangen oder einen kurzen Rock haben wollt. Und dann rechnet der euch das alles aus und sagt euch, wie viel Stoff ihr braucht und so. Das ist ganz praktisch, das Ding. Ja, und ich schneide jetzt erstmal aus. Ich bin nicht so super im Erklären von sowas, also deswegen, I'm sorry. Ich zeige euch halt, weil ich es mache. Ich bin keine Schneiderin oder sonst was. Ich habe es von Freunden beigebracht bekommen und von meiner Oma und selber beigebracht teilweise. Und deswegen ist das alles nicht so perfekt. Aber ich zeige euch so gut es geht und versuche euch so gut es geht was zu erklären. Genau, ich zeige euch mal eben, wen ich meine mit Scheherazade. Und zwar ist sie auf dem Cover von Magi Band 15. Das ist Scheherazade. Sie hat halt so ein weißes Gewand und hier ist noch so ein rotes Band. Dann muss ich noch Steine dafür gießen. Das rote Band habe ich schon bestellt. Da oben im Haar trägt sie ja, Weintrauben. Die habe ich schon bestellt. Die werde ich noch ein bisschen bearbeiten müssen. Und dann ja, werde ich die an meine Perücke heften. Ich habe schon eine mega lange Perücke. Die muss nur noch eingesprüht werden und der Pony muss geschnitten werden. Und mein Freund und ich, wir basteln den Stab und dann wird das hoffentlich werden. So, ich habe gerade mal meinen Rock festgenäht, beziehungsweise die beiden Seiten, die halt offen waren.
beziehungsweise die eine Seite war ja offen, das hintere Teil, das habe ich jetzt gerade zusammengenäht. Ich habe dafür die Stoffendseite sozusagen benutzt, das seht ihr hier an dem Fransägen. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt, auf jeden Fall, habe ich das hier zusammengenäht einmal komplett und habe unten schon mal alles abgesteckt, weil das wird gleich umgenäht. Man kann es natürlich auch umbügeln, da gibt es so ein bestimmtes Band, so ein Bügelband zu, beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, so ein Saumband ist es nicht, Saumbügelband oder so, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall habe ich das jetzt festgesteckt und nähe das jetzt gleich halt fest, dann ist es schon mal umgenäht. Ich mache bei diesen mega langen Röcken, habe es lieber, wenn es umgenäht unten ist. Bei kurzen kann man es gerne mit diesem Band machen, das ist sonst umbügelt, ist weniger Arbeit. Aber bei langen finde ich, dass es besser ist, wenn es genäht ist, weil meiner Meinung nach kann das auch schnell losgehen bei diesem Bügelzeugs. Und bei einem langen Kleid geht das natürlich viel einfacher, wenn man das die ganze Zeit auf dem Boden schleifen hat, das Kleid. Und deswegen mache ich das lieber nur bei kurzen Röcken zum Beispiel. Wie bei meinem Sailor Moon Cosplay habe ich es zum Beispiel umgebügelt, den Rock. Und bei langen dann lieber oben nähen. Und ja, Stoffbahn, 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 wie man hier sieht. Also ganz, ganz viel Stoff, der jetzt dann gleich umgebügelt wird. Und ja, das mache ich dann jetzt direkt mal. Vorher zeige ich euch noch mal kurz meine Nähmaschine. Ich habe eine ziemlich alte, die gehörte meiner Oma. Das ist eine Privileg, das ist eine alte Quellemaschine, die ist aus den 60er oder 70er Jahre ungefähr, also ist schon ziemlich alt. Hat deswegen auch nicht gerade viele Funktionen, wirklich so nur die Standardfunktion. Hier kann man, da seht ihr vielleicht, da steht links, Mitte, rechts mit diesem Hebel. Da kann man halt entscheiden, wie die Nadel steht, ob sie nach links steht, in der Mitte steht oder nach rechts steht. Das ist manchmal ganz praktisch. Hier kann ich einstellen, ob es ein normaler Stich oder ein Zickzackstich sein soll. Ein 0 ist halt ein normaler und 4 ist dann halt ein ganz breiter Zickzack. Und ja, das mache ich dann mit diesem Rädchen, drehe ich das auf, dass ich den hier bewegen kann. Drehe es dann wieder zu, damit er an der Stelle bleibt. Hier ist dann fürs normale Nähen, da oben ist rückwärts. Dann mache ich diesen Fall, dieses Ding hier nach oben, wenn ich rückwärts nähen will. Und 0 bis 4 ist dann halt, wie weit die Striche, beziehungsweise wie weit die Nähte auseinandergehen. 4 ist also das breiteste und 0 ist ganz, ganz, ganz enger Stich. Ja, ansonsten ist hier mein Drehrädchen, womit ich die Nadel von per Hand dann nochmal nach oben und unten machen kann. Hier oben. Na, es ist zu hell. Da oben habe ich auf jeden Fall dann meinen Faden. Wie man hier sieht, so. Hier wird das dann alles eingefädelt. Ja. Und da ist dann der Faden. Hier unten kommt der Unterfaden rein. Und ja, das Ding ist halt schon ziemlich alt, aber funktioniert einwandfrei, kann ich nur sagen. Ich bin sehr zufrieden mit der. Die ist echt super. Und wiegt auch echt viel. Die wird halt in diesem Kasten hier transportiert. Das ist wirklich so eine richtig, richtig alte. Ich glaube, die wiegt wohl 20 Kilo oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, aber trotzdem liebe ich dieses Maschinchen. Und ansonsten habe ich hier gerade noch stehen meine ganzen Unterfaden. Fädchen, ein ganzes Kästchen voll. Dann habe ich hier jede Menge Nadeln zum Feststecken. Gummi habe ich mir schon hingelegt, da ich in den Rock halt Gummi mache. Meine Stoffschere liegt hier und ja, dann fange ich jetzt mal an, den Rock umzunähen. So, es ist umgenäht, wie ihr seht. Eine. Hier ist die Naht. Ich habe es also einmal umgenäht. Ich habe es nicht gekettelt. Ich habe keine Kettelmaschine. Normalerweise kettelt man das Ende des Stoffs einmal, damit er nicht aufribbelt. Na, stell scharf. Allerdings habe ich keine Kettelmaschine. Man kann es aber sonst auch mit einem Zickzackstich machen mit der Nähmaschine. Aber ich habe es bei diesem Stoff jetzt nicht gemacht. Ich hatte den Stoff schon mal. Der ribbelt nicht so schnell auf. Und ja, es ist halt jetzt nicht so, dass ich das Ding tausendmal anziehe. Deswegen, ja, habe ich es nicht gekettelt bzw. mit einem Zickzackstich versehen, weil der Stoff eigentlich so auch ganz gut ist. Und ja, jetzt mache ich das Bündchen, wo das Gummiband nachher rumkommt, was dann halt oben an den Stoff bzw. an, ja, dieses Loch hier kommt. Da kommt dann halt das Bündchen drum. Hier komme ich ja dann sozusagen mit meiner
Hüfte, nein, mit meiner Hüfte nicht, mit meiner Taille rein. Und hier kommt dann halt das Bündchen mit dem Gummiband dran. Und ja, damit das dann halt schön festsitzt und damit der Stoff dann auch so ein bisschen noch schön gekräuselt wird oben durch das Gummiband, weil dann muss ich nicht extra jetzt nach Fältchen legen und so. Und ja, das ist ganz cool. Außerdem mag ich Gummibänder ehrlich gesagt lieber an einem Rock als einen Reißverschluss zum Beispiel. Und vor allen Dingen bei diesem Kleid, was ich jetzt vorhabe, ist das auch praktischer mit einem Gummiband. So, ich habe jetzt mein Bündchen genäht. Das ist einfach ein langes Stück Stoff, was ich dann halt einmal umgeklappt habe und zusammengenäht habe. Und das kommt jetzt gleich dann hier oben rein, also in die Öffnung, beziehungsweise an die Öffnung. Und dann wird nachher hier das Gummi durchgezogen durch dieses Band. Und ja, das stecke ich jetzt hier dran fest, nähe das dran und dann kommt danach noch das Gummi dran und dann ist der Rock schon soweit fertig für das Scheherazade-Kleid. Und ich will nochmal betonen, ich bin keine Näherin, ich habe es nicht gelernt, wirklich. Also ich mache das alles, ja, von alleine sozusagen. Also falls jetzt hier jemand ist, der sagt, oh mein Gott, du machst alles falsch, ja, das kann gut sein, dass das alles nicht so profihaft ist, aber ich habe schon einige Cosplays mittlerweile genäht und es hat immer gut geklappt und ja. So, ich habe es jetzt zusammengenäht, das Bündchen ist dran. So sieht es dann von innen aus. So, ich habe genau auf der anderen, auf der Naht von dem Bündchen genäht, damit man keine zwei Nähte hier hat. Das ist sonst so blöd. Und das sieht halt einfach besser aus, wenn man wirklich Naht auf Naht näht. Und so sieht es jetzt aus. Jetzt kommt das Gummi hier rein. Ich habe vorhin vergessen, ein Loch hier offen zu lassen. Ich habe jetzt einfach ein paar Nähte aufgetrennt und ziehe jetzt da gleich das Gummi durch. Das Gummi habe ich abgeschnitten, beziehungsweise ich hatte es noch so passend. Und zwar habe ich das etwas weniger als mein Körper wirklich breit ist, beziehungsweise Umfang hat, habe ich weniger genommen, damit das halt auch schön stramm sitzt. Und also nicht so stramm, dass es wehtut, sondern wirklich einfach, dass es sich ein bisschen zieht. Es darf halt nicht genau eure Maße haben, weil sonst zieht es halt nicht richtig. Und jetzt mache ich mir gleich hier vorne eine Sicherheitsnadel rein und ziehe das Gummi dann dadurch. Ich habe das Bündchen auch genauso breit gemacht wie das Gummi, damit das da nicht so drin rumschlackert. Und ja, das mache ich jetzt. So ihr Lieben, ich habe das Grundgerüst vom Kleid fertig. Ich habe vergessen zu zeigen, wie ich diese Träger gemacht habe. Aber da hatte ich ein Schnittmuster einigermaßen für. Ich habe in meinen ganzen alten Burdas nachgeschaut und ich hatte ein Schnittmuster für ein Marilyn Monroe Kleid darin gefunden. Und die hat so ähnliche Träger, die musste ich dann nur hier für vorne etwas abwandeln. Das war also ganz easy, das zu machen. Die sind einfach hier vorne dann ein bisschen in Falten gelegt, genauso wie hinten. Und dann habe ich die hier oben, das sind halt zwei Stück, und dann habe ich die hier oben einfach auch so ein bisschen in Falten gelegt und mit dem Faden halt zusammen gemacht. Hier oben kommen dann ja noch jeweils ein Stein hin, die muss ich noch gießen, genauso wie hier ja noch ein Stein hinkommt und hier noch ein rotes Band drum. Und dann bin ich auch schon fertig mit dem Kleid. Es ist halt bodenlang, ich kann es euch jetzt so nicht, ihr seht es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ich bin schon ziemlich zufrieden. Ich finde, es sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ich habe es ganz gut hinbekommen. Mir gefällt der Stoff auch sehr gut, obwohl der unten ein bisschen durchsichtig ist, oben nicht, weil es zwei Lagen sind. Ja, ich habe auch ein wenig Ausschnitt in diesem Kleid. Und jetzt muss ich gleich auf jeden Fall noch rotes Band kaufen. Ich habe noch ein bisschen was hier, aber das reicht nicht. Ich kaufe dafür so ein, wie heißt das? Wie nennt man es noch? Nicht Satinband, sondern Seidenband? Ich weiß jetzt gerade nicht. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist ein bisschen... Sowas habe ich oft, dass mir der Name da nicht einfällt. Ja, auf jeden Fall so ein glänzendes rotes Band. Das muss ich noch holen, weil ich nicht mehr genug habe und das, was ich bestellt habe. Es ist ein wenig zu schmal gewesen. Ich habe da nicht so ein räumliches Denken bzw. so ein Vorstellungsvermögen für sowas. Auf jeden Fall bin ich dann fast fertig mit dem Kleid und ich denke, dass ich das dieses Wochenende dann noch fertig mache. Morgen oder heute Abend, je nachdem. Gucken. Ich muss gleich dann noch dieses Band holen, wenn ich es in dem Laden, der hier in Mühlen ist, bekomme. Und dann ist das Kleid soweit fertig. Dann trage ich darunter nur noch einen leichten Reifrock. Und ja, dann kann ich meine Perücke noch schneiden. Dann muss ich den Pony noch schneiden. Und die Weintrauben, die an die Perücke kommen, an die Seiten jeweils, die muss ich noch ein bisschen kürzen, weil die sind riesig, die Weintrauben, die ich gekauft habe. Mein Freund bastelt fleißig an meinem Stab. Und ja, ich zeige euch dann natürlich noch, wie ich das Band hier nachher dran habe und so. Aber dann ist das soweit erledigt. So ihr Lieben, ich bin so gut wie fertig. Ihr seht ja hier meine Perücke. Ich habe auch den Pony gerade geschnitten. Und mein Kleid. Ich habe das rote Band dran gemacht. Es fehlen jetzt nur noch hier ein Stein. Und hier oben die Steine.
dann bin ich fertig mit Scheherazade. Und mein Freund ist gerade dabei, meinen Stab zu basteln. Und ja, also mir gefällt's. Ich finde, ich habe es gut hingekriegt. Hier trage ich dann übrigens noch einen Reifrock drunter. Den habe ich jetzt nicht angezogen. Aber ja, so wird es dann aussehen. So werde ich auf der Dokumi sein, auf dem Dokumi-Ball auch. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, dass ihr mir so ein bisschen zuschauen konntest, wie ich das mache. Wie gesagt, ich bin keine Schneiderin. Ich mache das alles, ja, irgendwie. Und ja, wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, einfach den Daumen hoch. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!